Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Hyrule Warriors. Gestern hatten wir die Flucht vom Schloss Hyrule und heute müssen wir die Schlacht um Ost-Hyrule machen. Das geht jetzt gefühlt Schlag auf Schlag. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ich habe auch schon ein bisschen gekocht und auch ein paar Waffen geändert. Imba hat jetzt das Troll-Kutachi statt ihr normales. Halt ein bisschen mehr Schaden. Und Schaden plus 12%. Ich würde sagen, los geht es. Nachdem unsere Helden gesehen hatten, wie die Titanen der Verheerung Ganon anheimfielen, eilten sie den Recken zu Hilfe, inbrünstig hoffend, dass es noch nicht zu spät sein würde. Im Osten Hyrules harrten Varuta und Varudania bereits der Ankunft der Verheerung Ganon. Von allen Seiten stürmten Monster auf die beiden Titanen zu. Um Mipha und Daruk zu retten, die furchtlos in ihren Titanen aushielten, begannen Link und die anderen, eine Schneise durch die feindlichen Reihen zu schlagen. Soll dies das Ende sein? Ich verliere dich nicht noch einmal! Sidon! Wie der große Daruk? Wer bist du? WTF, was geht denn jetzt ab? WTF, warum ist Sidon jetzt da? Rette Mipha. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Art. Wie Zeitlimit. Also, nicht trödeln. Sondern einfach. Schnell zu Mipha. Weil Zeitlimit ist eine Sache. Ja, ich habe schon ein paar Mal verloren. BOTW konnte man den Sumpf immer mit Augen töten. Nein, das ist schon da. Nee, doch, das ist richtig, was ich mache. So ein Todesberg sehe ich. Oh, da ist schon noch gut da, ja. Einfach immer diesen. Oh, in Ruhe. Jo, da werden wir den schwarzen Mob besiegen müssen. Natürlich rennt er aus Reichweite. Aber egal. Trotzdem hat es geschafft. Hey.
Gasmatsche gegeben, zu schrumpfen. Jetzt muss ich wieder runter, so wie es aussieht. Oh, Alter, lasst mich. Ah, ich hätte da runterspringen können. Alter, das ist so verwirrend hier. Nein, es gibt auch hier Crocs. Boah, ich will sprinten. Was ist denn mit der Kamera ist los? Oh nein, ich verfehle kontinuierlich ein Leben. Ich habe keinen Bock, halt zu verlieren, rauszugehen. Kann ich die überhaupt retten? Also, ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Ich verstehe es gerade gar nichts mehr. Immerhin sind jetzt hier. Wie hieß er nochmal? Prinz Sidon und Dingsbums aufgetaucht. Und die kommen aus der Zukunft, wie wir alle wissen. Beziehungsweise. Sie leben erst 100 Jahre. Oder sie leben jetzt schon, aber. Wie zur Hölle ist Sidon und so schnell gewachsen? Und vor allem Yunobu lebt zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal. Ich muss überlegen, wie ich da hinkomme. Na, wieder hier hoch, ne? Ja, oh. Oder oben ist jetzt noch, ja, wie gesagt, war gut dann, ja. Aber da können wir noch nicht ran, wurde er gesagt. Keine Rücksicht auf Verluste hier. Hallöchen. Eisleune. Warum kann ich den Link jetzt nicht steuern? Noch nie ein Eisleune gegen einen Eisleune gekämpft. Warum ging jetzt gerade eben nicht das oh, der geht ja richtig ab. Das ist schnell egal. Jetzt geht's auf jeden Fall. Oh, was sind denn neue Attacken? Könnte der denn bitte? Eisleune, okay. Schmetterangriff. Er hat überhaupt einen Teil gemacht. Ich habe noch nichts gesehen hier gerade.
trotzdem beeilen wir uns. Wenn er jetzt nicht lange bei Attacken gemacht hat oder nicht, denn ich bin hier. Oha. Feuer hätte ich jetzt ganz gut brauchen können. Ach doch, er macht eine Attacke. Perfekt. Ich bin aufgeregt, was passiert jetzt eigentlich? Boah, ich bin so nah an Maruta. Stark. Schwester, aufgepasst! Oh, Hilfe ist da! Genau! Darf ich mal erwähnen, wie geil die Flüche bitte aussehen? Yeah. Also wirklich, die sehen ja mal ultra cool aus. Und kann ich die Steuerungseinheit irgendwas machen? Nee, schade. Aber wir sind wieder im Heck, das war auf einem Baruta. Scheiße. Das war ein bisschen zu früh, aber naja. Die Flüche sehen aber schon mega cool aus. Also die sehen besser aus als in jedem anderen Teil von Zelda BOTW. Fuck, ich hoffe, ich treffe sie noch. Ich kann hier keine Rückwärtshaltung mehr machen. Schmetterangriff. Ja gut, stark ist der Flug jetzt aber auch nicht. Oh Kacke, ich hab doch genau in dem Moment, wo es... Naja, egal. Hab ich gerade eben gesagt, dass der Flug einfach ist, bis man nichts kann?
Ja, ein bisschen schnell Daruk helfen. Aber oh, sieht aber schon wie geil aus. Aber das ist wahrscheinlich 1 zu 1 Modell die BOTW. Ich glaube, das haben die einfach übernommen, das Modell. Aber jetzt kann ich jetzt Sido steuern oder was? Naja, steuern wir mal Sido. Ja, aber ich glaube, ich nehme von der Marke auch Link, denn irgendwie komme ich mit Link am besten klar. Danke. Hey, lass mich in Ruhe leben. Marok. Oh, die kleinen Dinger brauche ich teilweise. Ach man, jetzt habe ich das nicht geschafft. Die beiden Arme zu Dingsen hier zu wegzusprengen. Trotzdem. Eigentlich habe ich jetzt gar nicht gewusst, wie ich, ach nein, wie ich hier mich ausweichen kann, aber ja, das war keiner Zufall, ausweichen. Tot. Okay, weiter geht's. Die Folge ist fertig gerendert. Und dann, besser ist das. Noch keinen Insektenkrog gefunden.
Schnell, Daruk, ich komme schon. Boah, ich will einfach nur zur Seite kämpfen. Zur Seite kämpfen, sag ich schon. Zur Seite springen. Und Schmetterangriff. Dann pass auf. Naja, wenn ich hört, ist viel mehr. Oha. Ich möchte die Ulti nämlich aufheben für die für den Flug. Und so sieht man auch den Leuten. Mich retten? Das wird schon noch. Na gut. Dann noch mal von vorn. Jo, perfekt. Oh. Varudania, man kann den Ausblick angucken hier. Naja, leider ist das ganze Gebiet nicht so krass gerendert wie damals im BOTW. Na egal. Was? Ich habe hier keine. Warum habe ich hier keinen Feuer. Ne, Eismagie. Och, Kacke. Das finde ich ein bisschen scheiße. Warum hat denn das genau in diesem Kack-Augenblick, wo ich das eingesetzt habe, verschwindet die scheiß Anzeige? Das ist so nervig. Oh, das war Zufall, ja, trotzdem. Eine Schmetteranzeige. Aber viel kann der überhaupt nicht. Oder ich tue einfach nur zu solcher Dingsen. Massakrieren. Das kann natürlich sein, ne? Der kriegt ja
Der Moves hat aber überhaupt nicht mehr hin, ey. Was wenn es mit der wo hat? Mal nicht mal Terrakotta folgt mir. Boah, die Flüche sehen aber so geil aus. Habe ich jetzt geschossen, ne? Und tot. Achtzehn Minuten Kampfdauer. Und alles erledigt. Ging aber sehr schnell. Boah. Hat aber auch Spaß gemacht. Fein. Das wäre erledigt. Dank dir, Link. Hast dich nicht enttäuscht, Bruder. Yunobu war dein Name? Vielen Dank auch an dich. Für mich allein wäre das echt ein harter Brocken gewesen. Dennoch, wie mysteriös. Du bist wirklich Sidon, nicht wahr? Ja, na klar, wer sonst? Aber würdet ihr mir auch glauben, wenn ich sage, dass ich aus der Zukunft komme? Das wäre zwar komisch, und doch. Gibt's im Moment Wichtigeres. Oh, halt. In Schloss Hyrule, was ist dort geschehen? Um ehrlich zu sein? Zum Glück jedoch waren schon Sidon und Yunobu herbeigeeilt und wie aus dem Nichts im Inneren der Titanen erschienen. Einzig ihrer Unterstützung war es geschuldet, dass es Mipha und Daruk gelang, sich in Sicherheit zu bringen. Doch die Zeit, ihre Rettung zu feiern, war kurz. Als sie erfuhren, dass Schloss Hyrule in die Hände des Feindes gefallen war, machten sich Mipha und Sidon zur Akala-Festung auf, um die Soldaten zu unterstützen, die dort mit letzter Kraft die Stellung hielten. Währenddessen begaben sich Daruk und Yunobu erneut zum Titan Varudania, um sich der Welle von Wächtern zu stellen, die aus Schloss Hyrule herausströmten. Was? Eine Titan-Mission jetzt? Jetzt nicht. Das machen wir aber in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Hyrule's Zeit der Verheerung. Wenn die Folge euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.